Oh, ich zeig dir lieber die Orte, die ich gefunden habe. Da hinten zum Beispiel. Du hast Angst, dass alles wieder von vorne losgeht. Du etwa nicht? Ich will meine Familie nicht verlieren. Das wirst du nicht. Ja, Hagen hat mich mit einer anderen Frau betrogen. Und jetzt hat er mich sitzen lassen. Wir springen gemeinsam ins Unbekannte. Und wir tauchen auch gemeinsam wieder auf. In ein neues Leben. Ich weiß, es ist tief und dunkel. Und vermutlich ist das Wasser verdammt kalt. Und zieht uns runter. Aber wir tauchen auch wieder auf. Gemeinsam. Weil wir zusammengehören. Was ist mit Marlene? Nee, nimm du ruhig das Stück. Nee, ich hab schon mehr als die Hälfte gegessen. Nimm ruhig, ich hab eh nicht so viel Hunger. Ja? Danke. Stört dich das, wenn ich ein bisschen... Nee, tu einfach so, als wäre ich gar nicht hier. Alles andere als gelassen. Stinksauer. Zu Recht, denn... Ich liebe dich. Eins. Zwei. Das ist bestimmt danach. Die hat wahrscheinlich den Schlüssel vergessen. Hey. 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 Hey, komm noch rein. Ich wollte eigentlich fragen, ob du Bock hast auf Kickern. Also, ihr. Mia macht auch mit. Auf jeden Fall. Hast du vielleicht auch Lust? Nee, ich glaube, ich warte besser hier, bis der es vielleicht... Sowieso klüger, mit Dana unter vier Augen zu sprechen. Klar, fühle ich wie zu Hause. Danke. Es sieht so aus, als hätte der Patre viel Spaß gehabt bei eurem Ausflug. Ja, wir haben uns gut amüsiert. Du weißt schon, dass der Patre der einzige Mann ist, mit dem ich dich so lange alleine lassen würde. Noch dazu an einem so romantischen Ort. Immerhin hat er dir einen Llanto della Hija geschenkt. Und das ist ja nicht irgendein Stein, sondern ein Symbol für die ewige Liebe zwischen zwei Menschen. Ich gehe gleich noch mal ein bisschen raus. Jetzt noch? Ja, spazieren. Soll ich mitkommen? Nein. Ich gehe nur eine kleine Runde. Okay. Aber bleib nicht zu lang weg. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie jetzt noch kommen. Doch, Sie sagten heute Abend.
Und trotz zu hohen Felden, wollt ihr auch kommen? Ja. Gut, dass ihr euch wieder versöhnt habt. Es ist alles so leer hier ohne Philipp. Ich vermisse ihn. Wir vermissen ihn alle. Der Tisch muss woanders hin. Vielleicht da, wo der Sessel steht. Helft ihr mir? Gefällt's dir so besser? Ich weiß nicht, irgendwie. Irgendwie ist das alles nicht richtig. Aber Nico, du musst doch nicht alles heute entscheiden. Schön. Schwarz auf die Dauer steht dir nicht. Ich kam mir in Schwarz schon selbst irgendwie tot vor. Hierhin, bitte. Ich mach das schon. Dana? Bist du da? To
besinnliche Zeit hier vorbei ist. Was machst du denn mit ihm? Ich habe mich noch nicht entschieden, wie ich ihn bestatten lasse. Wenn du es wünschst, kannst du ihn in unserer Familiengruft beisetzen lassen. Danke, Ludwig, aber ich glaube, eine Gruft wäre nicht das Richtige. Ich hätte irgendwie das Gefühl, dass ich Philipp dort einsperre. Vielleicht hätte er sich gewünscht, dass ich die Asche irgendwo draußen in der Natur verstreue. Ja, das könnte doch sein. Also legal wäre es jedenfalls nicht. Vielleicht war es auch ein Fehler, ihn einäschern zu lassen. Vielleicht wäre er lieber beerdigt worden. Nico, ich fürchte, das kannst du jetzt nicht mehr rückgängig machen. Also zumindest hast du jetzt so alle Zeit der Welt, dir zu überlegen, was du mit ihm machen willst. Philipp wird natürlich im Mausoleum bei uns auf dem Schloss bestattet. Trotz, ich respektiere natürlich deinen Wunsch, aber ich weiß nicht, ob das auch Philipps Wunsch gewesen wäre. Seit 600 Jahren werden die Mitglieder unserer Familie in diesem Mausoleum zur ewigen Ruhe gebettet. Wie kannst du auch nur daran denken, Philipp das zu verweigern? Was ist los? Du bist doch nicht gekommen, um mir ein paar Bilder zu bringen. Ich habe Angst, dass es mit uns wieder so wird wie damals. Hallo? Timo, bist du das? Hey, bist du gerade erst nach Hause gekommen? Und wenn schon? Das sollte kein Vorwurf sein. Nee, natürlich nicht. Ist Mama nicht da? Doch, was heute Nachmittag passiert ist. Meine Güte, Julia, was ist passiert? Ich habe deine Hand gehalten, damit du nicht fällst. Ich wollte dir helfen. Was ist, wenn es wieder passiert? Es wird nicht wieder passieren. Aber alles aus meiner Vergangenheit kehrt gerade wieder zurück. Clarissa und du. Und mir wird bewusst, wie viel ich gelogen habe, um mich vor meiner Vergangenheit zu schützen. Weißt du, Timo und Ricardo wissen im Prinzip nichts über mich. Ja, ich weiß. Ich weiß, das tut weh. Aber du wirst einen Weg finden, Frieden mit deiner Vergangenheit zu schließen. Wir werden ihn finden, gemeinsam. Und wenn die Zeit gekommen ist, dann wirst du ihn von mir erzählen. Seit wann geht sie nur um diese Zeit noch spazieren? Normalerweise schläft sie doch schon längst. Normalerweise ja. Das ist doch nicht dein Ernst. Das heißt, ich bin daran schuld, dass sie nicht schlafen kann, oder was? Ich hab doch überhaupt nichts gesagt. Ihr habt sie doch nicht mehr alle, ey. Ich kann dir so sicher sein, dass es nicht wieder passiert. Weil ich ein anderer Mann bin. Und du eine andere Frau. Aber wir sind doch immer noch Jan und Julia. Ja. Und genau deshalb sind wir uns hier wieder begegnet. Das ist kein Zufall. So viele Zufälle gibt es nicht. Das hat der Herr da oben schon ganz schön gut eingefädelt. Und warum? Damit es sich wiederholt? Vielleicht, damit wir beide das erste Mal im Leben eine Chance bekommen, als Familie zu leben. Als Bruder und Schwester. Danke. Interessiert es dich denn gar nicht, was dein Sohn sich gewünscht hätte? Woher weißt du so sicher, dass er nicht den Wunsch hat, nach Schloss Hohenfels heimzukehren? Weil hier sein Zuhause ist, hier bei mir. Als eine Ehefrau gehörst du auch zu unserer Familie. Ich kann mir vorstellen, dass für dich auch noch ein Platz im Mausoleum frei. Wenn Nikola es wünscht? Ja, so weit kommt's noch. Täusch dich nicht. Philipp haben unsere Tradition mehr bedeutet, als du dir vorstellen kannst. Wenn er dich jetzt sehen würde. Was dann? Du trägst nicht einmal schwarz. Was für eine Witwe bist du eigentlich? Und in was für einer Welt leben Sie eigentlich? In einer Welt, die ihrige überleben wird. Allerdings erst nach der Rückkehr zur Monarchie, nehme ich an. Was wollen Sie denn jetzt tun? Nico wieder verklagen? Vielleicht will er die Urne ja stellen. Also weglaufen kann Philipp jedenfalls nicht mehr. Schluss jetzt, Schluss! Philipp ist zurückgekehrt, um hier seine letzte Ruhe zu finden. Findet ihr, das ist ein würdiger Empfang? Ich denke, wir verschieben die Entscheidung über den Verbleib der Urne, bis sich alle beruhigt haben.
Sehr gut, danke, Olli. Wenn du willst, dann löse ich dich ab. Ja, bitte. Der schießt dir ein Eigentor nach dem anderen. Aber du hast mich gebettelt, dir zu helfen. Aber nicht so. Hallo. Hey, hallo, Lili. Der Schaller zu Ende. Du hast auch nichts gehört, oder? Was? Von Dana? Nee, du, tut mir leid. Ja. Bestellst du bitte, dass ich hier war? Mach ich. Danke. Tschüss zusammen. Tschüss. Was ist denn jetzt, Fritsche? Nee, ich bin draußen. Okay, Olli, wenn du dir wirklich viel Mühe gibst, dann darfst du noch mal mit mir spielen. Das ist so lieb von dir. Du kommst auch gleich los. Ach, glaub mir, das ist hier schneller zu Ende, als du denkst. Und los geht's. Jetzt guck mich nicht so schreck von der Seite an. Wenn du mir sagst, was Hagen von dir wollte und warum du nicht mehr mit deiner Schwester reden willst. Mann, Andi, ich hab's total verbockt. Es war so romantisch. Wir sind ins Freibad, wir sind einfach über den Zaun. Cool. Er wollte mit mir von Zehner springen. Quasi symbolisch. Symbolisch, nicht schlecht. Eine neue Zukunft. Das geht nicht. Wir fangen von vorne an. Ich muss die ganze Zeit an Marlene denken. Ich denke an meine Schwester, wenn der Mann, den ich liebe, mir gerade sagt, dass er den Rest seines Lebens mit mir verbringen wird. Was er sagt, oder? Du willst doch nicht in dieses Mausoleum, nur weil es sich so gehört. Weil du ein Zug und Felsen bist. Wieder weg. Willst du nicht mit uns frühstücken? Nee. Und weißt du schon, ob du zum Mittagessen kommst? Nö. Was machst du heute? Triffst du dich mit Emilio? Keine Ahnung. Timo! Was? Ja, wir haben Fehler gemacht, aber jetzt rede gefälligst mit uns. Ich weiß gar nicht, warum du dich hier als meinen Vater aufspielst. Allein durch Lügen wird man nämlich keiner. Bitte! Wenn du sauer bist, dann auf mich. Dein Vater wollte dir schon lange die Wahrheit sagen. Er hat nur mir zuliebe geschwiegen. Er hat trotzdem mitgemacht. Ich kann verstehen, dass du wütend bist. Aber so wie du dich gerade aufführst, ich erkenne dich überhaupt nicht wieder. Ich euch auch nicht. Komm, lass ihn. Das bringt jetzt nichts. Morgen, Hagen. Guten Morgen. Ich hatte eine lange Nacht. Ja. Danke. Ich habe auch kaum geschlafen. Deine Vorschläge für unsere Scheidung, weißt du, das ist wirklich alles sehr fair, aber trotzdem ist es doch eine schreckliche Sache. Ja. Vielleicht finden wir noch eine Lösung. Vielleicht gibt's wirklich noch Hoffnung. Hoffnung? Ja, ich weiß, es ist alles so verzwickt und wir haben alles probiert. Und trotzdem.
doch nicht einfach auf, sich zu lieben. Ich glaube, ich könnte dir sogar seinen Seitensprung verzeihen. Marlene, wovon redest du? Na, von uns, von unserer Ehe. Ich sehe doch, dass es dir auch nicht gut geht mit der Scheidung. Ich will die Scheidung, Marlene. Ich will sie. Was ich sonst noch will, steht auf einem ganz anderen Blatt. Du hast Liebeskummer wegen ihr? Und ich, Idiot, denke, du sitzt hier so deprimiert, weil es dir auch schlecht geht wegen unserer Scheidung? Erst tauschst du mich einfach aus, dann gehst du auf alle meine Forderungen ein, wirfst mir dein Geld förmlich hinterher, nur damit du so schnell wie möglich freie Bahn hast. Und ich, Idiot, glaube, das ist wegen uns? Marlene. Oh Gott, wie blöd bin ich eigentlich? Du bist nicht blöd, du bist verletzt. Na, dann ist ja gut. Deshalb schießt du unsere Ehe einfach in den Wind? Wegen einer billigen, kleinen Affäre? Es war keine billige, kleine Affäre. Ja, das sieht man. Wahrscheinlich hat sie längst einen anderen. Lass es. Wo ist sie denn jetzt? Wahrscheinlich hat sie nur Spaß gemacht, ein bisschen in gräflichen Betten herumzuhuren. Es reicht. Ich will jetzt wissen, wer sie ist. Danke. Ich hab nochmal nachgedacht. Mhm. Also die Sache mit dir, Hagen und Marlene, das war bei mir quasi genau das Gleiche, nur andersrum. Jetzt kommen wir nicht schon wieder mit der alten Geschichte. Doch, weil das ist quasi das beste Beispiel dafür, dass sowas auch gut ausgehen kann. Ich war so gesehen der Hagen in der Story. Und ich war quasi Nico. Genau. Nico und ich haben uns total ineinander verliebt. Und naja, sie war halt die Schwester von Jana. Und dann? Naja, Nico, mir war klar, dass das so nicht weitergeht und wir haben es Jana gesteckt. Lass mich raten. Danach haben die beiden nie wieder ein Wort miteinander gewechselt. Nein, also, ja, nur das hatte nichts damit zu tun. Sie ist gestorben. Oh. Na, das macht Mut. Nein, also, sie ist wegen was ganz anderem viel später gestorben. Es hatte damit überhaupt gar nichts zu tun. Jedenfalls, als sie das erfahren hat, war sie schon geschockt. Aber sie kam später drüber hinweg. Marlene wird da niemals drüber hinwegkommen. Nein, wieso nicht? Weil Marlene Marlene ist. Ich weiß, dass ich sie damit schrecklich verletzen würde. Jana war auch verletzt, das kannst du mir glauben. Und jetzt ist sie tot. Dir kann echt keiner helfen. Wieso tun sie ihr das an? Sehen Sie nicht, dass sie am Ende ihrer Kräfte ist? Wie sehr sie trauert? Nicola ist nicht die Einzige, die trauert. Trotz. Ich verstehe sehr gut, dass es Ihnen ein Bedürfnis ist, Ihre Familientradition weiterzuführen. Da sind wir ja einer Meinung. Nicht ganz. Wenn ich mich richtig erinnere, lagen Sie mit Philipp jahrelang im Streit. Es gab Gründe dafür. Davon bin ich überzeugt. Im Übrigen haben wir uns ausgesöhnt. Korrigieren Sie mich, wenn ich mich irre, aber es war doch Nico, die Sie und Philipp wieder zusammengeführt hat. Weil sie sah, wie sehr er unter diesem Zerwürfnis mit Ihnen litt. Sie hätte alles für ihn getan. Sie hat zu ihm gehalten, als sie des Mordes angeklagt wurde. Sicher, es fiel ihr nicht leicht, ihn gehen zu lassen, aber wen wundert das bei einer so großen Liebe? Trotz, Nico hat ihnen ihren Sohn zurückgebracht. Sie ist seine Frau. Und deshalb gehört Philipp hierher. Zu Nico. Ja.
Nico? Nico? Angelenkt. Philipps Asche kann hier bleiben. Auf Königsbrunn. Hast du mit ihm geredet? Ich hab's versucht, aber Papa hat ihn am Ende überzeugt. Dana, dein Knöchel, der kann wieder komplett gesund werden. Du musst einfach Geduld haben und ihn ausheilen lassen. Ich hab Geduld. Sehr viel Geduld. Was ist denn los mit dir? Du warst gestern schon so schräg drauf. Dort bin ich noch viel schräger drauf. Hier bist du. Ich hab dich schon die ganze Zeit gesucht. Wir haben gerade Trainingsplanbesprechung. Könnt ihr das nicht später machen? Bitte, es ist wirklich wichtig. Bitte. Ich bin ja schon weg. Es tut mir wirklich leid. Was tut dir leid? Na, unser Streit gestern. Du hattest recht, ich liebe Haken noch. Und ich will überhaupt keinen Rosenkrieg, ich will doch nur ihn. Und er will um jeden Preis die Scheidung. Gott, du hättest ihn mal sehen sollen heute Morgen. Er war völlig zerstört und er hat die ganze Nacht getrunken, weil sie nichts mehr von ihm wissen will. Und er will mir noch immer nicht sagen, wie er sie ist. Weißt du, wegen mir hat er nicht mal ansatzweise so gelitten. Marlene, sei mir bitte nicht böse, aber ich muss wirklich arbeiten. Wir reden später. Okay. Gehst du gerne auf Friedhöfe? Um ehrlich zu sein, nicht besonders. Warum sollte ich Philipp an einem Ort beisetzen, wo niemand von uns gerne hingeht? Friedhöfe sind immer so düster und tot. Ja, das... Ich weiß, das liegt in der Natur der Sache, klar. Es gibt so viele schöne Orte. Und Philipp war gerne im Freien, in der Natur. Dr. Mendez? Javier. Haben Sie einen Moment? Es dauert doch nicht lange. Ja, natürlich. Setzen Sie sich. Danke. Meine Frau hat keine Ahnung, dass ich hier bin. Es geht um Timo, aber das haben Sie sich sicherlich schon gedacht. Wir wissen einfach nicht mehr, was wir mit ihm machen sollen. Er meidet uns und egal, was wir sagen, es gibt Streit. Naja, ich denke, in Timos Situation ist das ein völlig normales Verhalten. Er muss jetzt erstmal verarbeiten, dass Sie nicht sein leiblicher Vater sind. Das verstehe ich ja auch. Ja, Sie haben doch einen guten Draht zu Timo, oder? Ich dachte, wenn wir uns alle an einen Tisch setzen könnten und Sie als neutrale Person, als die Schweiz sozusagen in der Mitte, vielleicht hört er dann zu. Also ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. So lange kenne ich Timo nun auch wieder nicht. Ist doch egal, Timo mag Sie. Vielleicht ist es in Ihrem Fall gar nicht so gut, wenn jemand von außen dazu kommt. Also ich glaube, es stärkt Ihre Familie, wenn Sie den Konflikt alleine lösen. Ich stimme Ihnen grundsätzlich zu. Aber die Situation ist schwieriger, als sie auf den ersten Blick scheint. Es gibt Themen, über die spricht meine Frau nicht. Ich selbst kenne die Geschichte von Julia und Timos Vater kaum. Jetzt, wo die Wahrheit langsam auf den Tisch kommt, zumindest das meiste davon, ich habe Angst, dass meine Familie daran zerbricht. Ja, aber gerade dann wäre... Adrian,
Ich kann Sie nur bitten, als Seelsorger und Freund der Familie, helfen Sie uns. Bist du schon länger hier? Nein, ich bin gerade erst gekommen. Du hast heute Nachmittag einen Telefontermin mit Flock von der Glanz und Gloria. Oh, ich weiß, sag ihn ab. Bitte? Ich kann heute einfach kein Interview geben. Ich würde wahrscheinlich sowieso keinen Ton rauskriegen. Marlene, der Termin steht seit Wochen fest. Außerdem ist es ein wichtiger Artikel. Eben. Und ich bin heute besonders unkonzentriert. Was ist passiert? Hagen und ich, wir haben uns ausgesprochen. Und jetzt seid ihr wieder zusammen? Nein. Wir lassen uns scheiden. Aber es ist das Wenigste raus. Was ist raus? Naja, das Geheimnis um die ominöse Geliebte. Er hat's dir gesagt? Ja. Dafür wirkst du ganz schön gefasst. Begeistert bin ich natürlich nicht, aber hey, auf der anderen Seite hat die Heimlichtuerei wenigstens ein Ende. Tja, allerdings. Also entspann dich. Was hältst denn du eigentlich von... Wie hieß die noch gleich? Netter Versuch. Tristan, du musst es mir sagen, bitte! Nein. Wie hieß es du? Nein. Das gibt's doch gar nicht. Also auf mich wirkst du irgendwie hochkonzentriert. Ich glaube, Vlog wird begeistert sein. Also, vergiss nicht, 15 Uhr. Wusste ich's doch. Was? Dass du hier rauskommen musst, um noch ein paar Bilder zu machen. Bei dem Licht. Und was treibt dich hierher? Ich möchte dir einen Vorschlag machen. Ich war gerade bei Padre Jan und habe ihn um einen Gesprächstermin mit Timo gebeten. Vielleicht schafft er es ja, dass Timo wieder mit uns redet. Ja, vielleicht. Warum nicht? Wie, warum nicht? Wir sollten es wenigstens probieren, zumal es gar nicht so leicht war, Padre Jan zum Mitmachen zu bewegen. Wieso? Ich weiß auch nicht. Anfangs war er jedenfalls wenig begeistert, für uns den Mediator zu spielen. Aha. Ja, so habe ich auch geguckt. Aber am Ende konnte ich ihn dann doch überzeugen. Die Sache ist, wir müssen sofort los. Was ist? Willst du nicht mitkommen? Und was soll das hier für mich bringen? Manchmal ist es so, dass es einem in der Sekunde besser geht, in der man ausspricht, was einen so frustriert. Seid ihr euch sicher, dass ihr das Ganze nochmal hören wollt? Wenn es sein muss, ja. Also, mich frustriert, dass mein ganzes Leben eine Lüge ist. Dass mein Vater nicht mein Vater ist und dass meine Mutter mich mit irgendjemandem gezeugt hat, den sie nicht mehr kannte. Und anstatt es mir einfach zu sagen, dass sie einen One-Night-Stand hatte, lügt sie mich einfach an und macht eine feine Familie. Das frustriert mich. Und dass mein sogenannter Vater, der angeblich so stolz auf meine mallorquinischen Wurzeln ist, nicht mein Vater ist. Und dass ich meinen wirklichen Vater nicht kenne und nicht mehr weiß, wie er heißt. Ja, ich kann dir seinen Namen nicht sagen. Aber wenn ich mir dich so anschaue, das muss ein ganz besonderer Mensch gewesen sein. Und am meisten frustriert mich, dass die beiden mich mein ganzes Leben lang angelogen haben. Hast du noch nie gelogen? Klar.
Aber da gibt's doch einen feinen Unterschied, ob man jahrelang lügt oder nur ab und zu eine kleine Notlüge dazwischen schiebt, hä? Entscheidend ist, was man mit seiner Lüge bewirkt. Und warum man lügt. Also es ist gut, wenn man lügt, um einen auf heile Familie zu machen, ja? Hast ja recht. Wir wollten eine glückliche Familie sein. Und je glücklicher wir waren, desto größer war die Angst vor deiner Reaktion. Es war vielleicht feige und dumm, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass ich dein Vater bin. Ich liebe dich, als wärst du mein eigener Sohn. Ich würde alles für dich tun. Und deshalb bleibe ich dein Vater, ob du willst oder nicht. Sie lieben dich. Und dagegen kannst du nichts tun. Sie meinen, die bleiben meine Eltern, ja? Und du? Sag mir, was hat sich ganz konkret in deinem Leben verändert, seitdem du weißt, dass du noch einen leiblichen Vater hast? Ich wusste es. Nicola ist unberechenbar. Was ist passiert? Sie hat die Asche aus der Urne genommen. Also dafür gibt es sicherlich eine einfache Erklärung. Und welche? Vielleicht hat sie geraucht. Trotz, bitte, bitte setzen Sie sich doch hin. Es wird sich bestimmt alles aufklären. Ja, weil ich jetzt die Polizei rufen werde. Was hast du getan? Es ist alles in Ordnung. Philipps Asche ist hier. Sie sollten abwiegen, ob nichts fehlt. Ich weiß jetzt, wo wir Philipp beerdigen können. Ich habe gerade mit Herrn Wolf gesprochen, unserem Förster. Der Förster? Ja, er hat mir versichert, dass wir in unserem Forst eine Baumbestattung durchführen können. Du willst Philipp im Wald beerdigen? Ja, unter einem Baum, dessen Wipfel bis in den Himmel steigt, zu den Sternen. Ich denke, Philipp hätte das gefallen. Ja, ist das denn überhaupt erlaubt? Vor ein paar Jahren wurde das Bestattungsgesetz geändert. Das ist doch eine schöne Idee. Also Platz ist zumindest genug. Halleluja. Ich würde mir wirklich wünschen, dass wir Philipp gemeinsam dort beerdigen können. Tu, was du nicht lassen kannst. Aber erwarte nicht von mir, dass ich dir helfe, meinen Sohn im Wald zu verscharren. Wie ein totes Tier. Dana, sollen wir nicht mal langsam Schluss machen? Nein. Hey. Entschuldigt, aber Dana, meinst du, wir können jetzt vielleicht reden? Kratzt echt schlecht. Naja, 39, 40, so, komm, lass gut sein, Dana. Was denn? Mir geht's gut, ich bin fit. Es reicht jetzt. Ich glaube, du hast noch eine andere Verabredung, also. Danke. Doch mal, Dana, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Alles, woran ich noch denken kann, ist diese verdammte Schlampe. Wenn ihr euch sowieso scheiden lasst, dann ist sie doch auch egal. Du hättest ihn mal sehen sollen, weißt du, er liebt sie wirklich. Und sie lässt ihn einfach sitzen. Ich meine, wer macht sowas? Vielleicht kann sie nicht anders. Wenn ich wenigstens wüsste, wer sie ist, weißt du, vielleicht sehe ich sie ja und denke mir, wow, das ist die perfekte Frau für Hagen. Warum will er es mir nicht sagen? Und Tristan, der rückt auch nicht raus mit der Sprache. Ja. Das ist sein Bruder. Ach, dieser verdammte Loyalitätsquatsch, wie ich es hasse. Ach Gott. Dana, was... Was soll ich denn jetzt machen? Ich weiß, ich habe gesündigt und tue es jeden Tag aufs Neue. Entgegen meinem Gelübde verschweige ich die Wahrheit. Und ich sage nicht, wer ich wirklich bin. Es zerreißt mich, dass ich nicht ehrlich sein kann. Nicht mal zu mir selbst.
dann müsste ich Julia sagen, dass ich die Stärke, die sie von mir fordert, vielleicht nicht besitze. Bitte lass mich nicht im Stich. Ich weiß nicht, ob ich es ohne dich schaffe. Weißt du, wo Frau Linse ist? Ich glaube, sie ist im Kräutergarten. So kann es nicht weitergehen. Dana, Marlene, du, die ganze Geschichte. Marlene dreht fast durch, weil sie nicht weiß, wer die andere Frau ist. Das brauchst du nicht zu wissen. Du musst es ihr sagen, früher oder später wird sie es sowieso erfahren. Spätestens, wenn ihr beide ein Paar seid. Dazu wird's nicht kommen. Dana hat mir einen Korb gegeben. Endgültig. Es ist vorbei. Marlene wird's nie erfahren. Und wenn doch? Ich habe verdient, es zu wissen. Wenigstens das ist Tag mir schuldig. Weißt du, das hat was mit Ehrlichkeit zu tun, mit Respekt. Hagen hat gesagt, er will nicht, dass ich unnötig unter dieser Trennung leide. Oh, dieser Heuchler. Wenn er wirklich wollen würde, dass es mir besser geht, dann wird er mir verdammt noch mal sagen, wer diese andere Frau ist. Wie soll ich denn jemals damit abschließen, wenn ich nicht mal weiß, warum er mich verlassen hat? Und das wird dir wirklich helfen? Natürlich. Dann wüsste ich wenigstens, woran ich bin. Nichts ist schlimmer als diese Ungewissheit. Ich will doch einfach nur, dass es vorbei ist. Aber solange Hagen mich anlügt, ist es das nicht. Und solange tut es einfach weh. Du willst es wirklich wissen? Ja. Aber du weißt, wer sie ist? Na los, warum sagst du das jetzt raus mit der Sprache? Ich. Ja. Ich. Ich bin es.